Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OrgaTV. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute einen Studiogast bei uns. Das ist der Herr Axel Koch von der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer und er wird uns gleich noch zahlreiche Fragen hierzu beantworten. Bevor wir jetzt aber zu unseren spannenden Beiträgen kommen, hier erstmal die News, die von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Neues aus dem Wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungssekretariat. Ab Montag, den 13. Mai, beginnt wieder die Klausuranmeldung online über WIPA. Die Anmeldung endet am 27. Mai um 15 Uhr. Letzter Abmeldetermin ist der 11. Juli. Börseninitiative Saar. Die Studentenorganisation Börseninitiative Saar veranstaltet am 11. Juni in Kooperation mit Ernst und Young Luxemburg den interaktiven Workshop Effektives und effizientes Bewerben. Kontakt und Anmeldung findet ihr auf der Homepage oder unter jdang@börseninitiative.de. Bilderrätsel. Das Studentenwerk veranstaltet jede Woche ein Bilderrätsel, bei dem ihr tolle Preise wie zum Beispiel Mensa oder Café Unique-Gutscheine gewinnen könnt. Einsendeschluss des aktuellen Rätsels ist der 13. Mai, 24 Uhr. Mrs. Greenbird. Die X-Factor-Gewinner treten am 14. Mai ab 19 Uhr in der Garage in Saarbrücken auf. Das Duo vereint Elemente aus Folk, Country und Pop. Karten erhaltet ihr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen für 30 Euro. Das war's von den News und nun zurück ins Studio. So, dann kommen wir auch schon gleich zu unserem nächsten Beitrag. Da geht es wieder um die Generation Z. Wer letzte Woche nicht zugeschaut hat, der weiß vielleicht noch nicht so genau, was es ist. Da geht es um die Jugendlichen, die im Moment gerade ihr Abitur machen, die 17-, 18-Jährigen. Und da wollte ich jetzt erstmal dich fragen, Fabian, wie stehst denn du zu Handys überhaupt, zu Smartphones? Hast du sowas? Ich selbst habe auch ein Smartphone und das nutze ich auch täglich, weil ich finde es ganz praktisch, dass man jetzt von unterwegs aus die E-Mails immer lesen kann oder auch, dass man mit seinen Freunden ständig in Kontakt ist. Deswegen ist das ganz gut, dass es sowas gibt. Und wie stehen Sie generell zu Generation Z, zu Facebook, den sozialen Netzwerken und auch zu Smartphones? Also ein Smartphone habe ich natürlich auch, weil ich meine E-Mails von zu Hause lese, wobei das zu Hause auch durchaus öfter mal Ärger bekommt, weil man sich, glaube ich, sehr davon abhängig macht. Entschuldigung. Und ansonsten, was jetzt die sozialen Netzwerke angeht, also ich benutze auch Facebook, aber ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil man halt oft dazu tendiert, viel zu viele Infos über sich preiszugeben. Umgekehrt, wir führen ja auch Bewerbungsgespräche, finde ich es immer ganz komisch, wenn man über jemanden überhaupt keine Informationen im Netz findet, weil es ja auch schon fast eine seltsame Situation ist. Ja, genau. Und dann sind wir jetzt mal gespannt, was die Jugendlichen dazu sagen und was sie so über Facebook denken und wie ihre Zukunftspläne sind. Viel Spaß beim Beitrag. Mitten in ihrer schulischen Laufbahn beantworten uns 6 junge Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren einige Fragen zu ihrem Leben, ihren Einstellungen und ihren Zukunftsplänen. Was ist für euch von größerer Bedeutung? Karriere oder Familie? Familie. 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 Wollt ihr irgendwann studieren? Ja, ich denke an Ingenieurwesen. Ja, aber weiß ich noch nichts Genaueres. Wahrscheinlich nicht. Ja, nach meinem Abitur will ich Bauingenieur studieren. Seid ihr bei Facebook angemeldet? Wenn ja, wie viele Stunden verbringt ihr am Tag damit? Ja, ich glaube so um die 8 Stunden. Ja, na, ich denke nicht so viel, vielleicht eine Stunde. Ja, 2 Stunden. Ja, so ungefähr 7 bis 8 Stunden. Nutzt ihr auch andere Social Networks? Wenn ja, welche? Skype. Also Twitter, Instagram und ja, das war's eigentlich. Nee. Ja, Skype und Instagram. Findet ihr es angemessen, Managern Jahresgehälter von mehr als 10 Millionen Euro zu bezahlen? Finde ich ein bisschen übertrieben. Bisschen ungerecht würde ich das finden als Angestellter. Übertrieben. Ich meine, die
Diese Arbeit können Sie kaum leisten. Übertrieben. Könnte dich so viel Geld glücklich machen und was würdest du damit tun? Eventuell schon, aber es kommt vielleicht auch noch auf andere Dinge an. Ich denke, einen Großteil anlegen und vielleicht ein Auto kaufen für später und vielleicht noch einen kleinen Teil spenden. Geld allein glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde zuerst auf mein Konto überweisen und dann kräftig überlegen, was ich investieren würde. Ja, aber nicht nur so viel Geld, sondern es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind. Ich würde zuerst ein neues Auto kaufen und ein neues Haus und dann noch sparen und einen Teil spenden. Ich glaube nicht. Vielleicht einfach mal eine große Party schmeißen, einkaufen gehen und ja. Welche Zeitungsartikel haben dich in den letzten Wochen berührt? Die Schlagzeile, dass der FC Bayern gegen Barcelona gewonnen hat. Ja, da gab es dieses Gespräch, dass irgendwie rumänische Arbeiter am Bosthals irgendwie eingestellt worden sind zu unfairen Arbeitsbedingungen und so. Und das hat mich eigentlich doch schon ziemlich interessiert. Dass Dortmund gegen Real Madrid gewonnen hat. Also mich hat erfreut, dass Mario Götze zur FC Bayern geht. Schon mal was von Generation Z gehört? Wie würdest du herausfinden, was es ist? Nee. Ich denke mal, ich würde es googeln. Nee. Internet. Nein. Ich würde im Internet gucken. Ich würde es eingeben, Generation Z, und dann mir die Suchergebnisse anschauen. Nein. Ich würde es mal googeln. Nun kommen wir auch schon zu unserem nächsten Beitrag. In dem haben wir eine kleine Wegbeschreibung vom Audimax zur KWT vorbereitet und visualisiert, damit ihr auch den Weg dorthin findet. Und nach diesem Beitrag wird uns der Herr Koch noch zahlreiche Fragen zur KWT beantworten. Die Universität des Saarlandes ist eine von drei Gründerhochschulen in Deutschland. An ihr schließen jedes Jahr Tausende von Studenten ihr Studium erfolgreich ab und einige von ihnen wollen ein eigenes Unternehmen gründen. Die UDS bietet hierfür in Zusammenarbeit mit der KWT, der Kontaktstelle für Wissenschafts- und Technologietransfer, Hilfe für Jungunternehmer an, um den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Das ist Sebastian, ein junger BWL-Student, der jetzt nach der Beendigung seines Studiums nach einer Möglichkeit sucht, seine Zukunft zu gestalten. Zum Glück studiert er an der Universität des Saarlandes, eine von drei Gründungshochschulen in Deutschland. Doch nicht nur für BWL-Studenten wie Sebastian ist die KWT interessant, da Studenten aus allen Bereichen ihre Träume verwirklichen können. Jungunternehmer können hier kostengünstig Büro- und Laborräume anmieten und auch zusammen mit anderen Firmen die IT-Infrastruktur der Universität, Schulungsräume und den Sekretariatsdienst in Anspruch nehmen. Durch diese günstigen Startbedingungen wird das Anfangsrisiko einer Unternehmensgründung minimiert und die Anfangsphase der Selbstständigkeit erleichtert. Eines von drei Starterzentren befindet sich auf dem Campus der Universität des Saarlandes und kann von allen Studenten genutzt werden. Die beiden anderen Zentren befinden sich auf dem Campus Homburg und am Waldhaus, nahe der Universität des Saarlandes gelegen. Seit der Eröffnung der Starterzentren im Jahre 1995 wurden mehr als 240 Unternehmen in den drei Gebäuden in Saarbrücken und Homburg gegründet und operieren inzwischen erfolgreich mit ihrer Geschäftsidee am Markt, Tendenz weiter steigend. Viele dieser Firmen sind auch weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt, wie zum Beispiel AT Media, Campus Medizin und Technik sowie Genopia My Biomagical und Pharmacelsus. Sebastian nimmt jetzt seine Zukunft in die Hand und nutzt die Möglichkeiten des Starterzentrums an der Universität des Saarlandes, um seinen Weg in eine selbstständige Zukunft zu beschreiten. So, vielleicht können Sie uns jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Meine erste Frage wäre mal, wie ist denn überhaupt die KWT entstanden und seit wann sind Sie Geschäftsführer? Die KWT selbst gibt es schon einige Jahrzehnte. Die hat die Aufgabe, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Hochschule auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite darzustellen
und auch Leute bei der Kontaktanbahnung zwischen Unternehmen und Hochschule dann zu unterstützen. Unsere Aktivitäten im Existenzgründungsbereich, die gibt es seit 1995. Also jetzt, über den Daumen gepeilt, sind wir im 18. Jahr. Und seit 1995 betreiben wir jetzt zum einen verschiedene Starterzentren, die Zug um Zug gebaut wurden, in denen junge Firmen, die aus der Uni rausgegründet werden, dann auch Räume mieten können, auch Labors anmieten können. Und wir haben ein ganz großes, breites Unterstützungsangebot, mit dem wir versuchen, Existenzgründung aus der Hochschule raus dann zu fördern. Okay. Ja, und wie unterstützen Sie denn nun die Absolventen und wie helfen Sie ihnen dann in die Selbstständigkeit zu gelangen? Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen versuchen wir jetzt erstmal alle, die sich hier auf dem Campus bewegen, überhaupt für das Thema zu sensibilisieren. Also wir haben uns den Anspruch gestellt, dass jeder, der hier auf dem Campus lebt, arbeitet oder studiert, sich irgendwann mal aktiv mit der Frage beschäftigen soll, ob eine Unternehmensgründung wirklich eine Alternative für ihn ist zu einer abhängigen Beschäftigung. Mhm. Und dazu haben wir eine Reihe von Sensibilisierungsmaßnahmen. Wir machen verschiedene Workshops. Wir haben Unternehmensplanspiele, an denen man teilnehmen kann. Wir haben eine Vorlesungsreihe, so eine Art Ringvorlesung, in der Unternehmensgründer über ihre Erfahrungen berichten und auch in den verschiedenen Fachbereichen so über die Besonderheiten einer Gründung aus der Chemie im Unterschied zu einer Gründung aus der Juristerei oder so erzählen. Das ist der eine Teil, Sensibilisierung. Wenn dann jemand wirklich konkret den Gedanken fasst, über eine Gründung nachzudenken, dann haben wir da zum einen die Räumlichkeiten im Starterzentrum hier auf dem Campus. Es gibt ein zweites Starterzentrum, wenn man Richtung Stadt fährt, Meerwieser Talweg neben dem Gästehaus. Und in Homburg an der Medizinischen Fakultät gibt es auch noch ein Starterzentrum. Und in diesen Starterzentren stellen wir relativ günstig Räume bereit, in denen man dann im Prinzip sich ansiedeln kann. Man hat da einen Sekretariatsservice, das heißt, wenn man mal nicht da ist, geht auch jemand ans Telefon. Man hat jemanden, der die Post für einen annimmt, hat natürlich da eine Adresse. Man hat Zugriff auf Uni-Infrastruktur wie Internet, Telefon und so weiter und auch noch eine Reihe von Beratungsangeboten außenrum. Okay. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und wie läuft der Prozess von der Vorbereitungs- bis zur Entstehungsphase dann konkret ab? Also in der Regel ist es so, dass irgendwann ein Studierender oder auch ein Mitarbeiter bei uns aufschlägt, anruft und sagt, ja, ich habe die Idee, eine Firma zu gründen, und dann laden wir den erstmal zum Gespräch ein und der sagt uns, was er eigentlich tun möchte. Und dann versuchen wir, ihm so ein bisschen zu helfen, wie er jetzt die Idee konkretisieren kann und ihm auch ein bisschen darzulegen, was da wichtig ist. Also in der Regel braucht man einen Businessplan. Man muss sich überlegen, was ist denn jetzt eigentlich konkret mein Geschäftszweck? Womit will ich später Geld verdienen? Wie soll das Ganze strukturiert sein? Wie will ich das vermarkten? Was sind meine Zielkunden? Und das sind eine ganze Reihe von Fragen. Und oft kommen die Leute zu uns und haben das noch nicht 100% durchdacht. Die sagen, ich habe jetzt hier die Idee für eine neue App, aber es ist eigentlich noch nicht so ganz klar, ob sie die jetzt verkaufen wollen an jemanden oder wollen sie Endnutzer finden, die sich das dann eine Million Mal aus dem App Store herunterladen. Und das alles muss man Zug um Zug rausarbeiten. Und dazu haben wir zum einen internen Berater, aber wir haben auch ein Netzwerk von externen, auf die dann zugreifen können. Also es gibt zum Beispiel so ein Coaching-Heft, da bekommen die Gutscheine, damit können sie zum Steuerberater gehen, sich über die Rechtsformen beraten lassen, ob sie jetzt eher eine GmbH gründen oder ein Einzelunternehmen. Die können da zum Rechtsanwalt gehen, mit dem über Verträge sprechen und so weiter. Okay. So, und Sie haben ja eben bereits gemeint, dass Sie die Absolventen unterstützen und Sie stellen ja auch Kapital bereit. Und wie ist das denn jetzt nach 3 Jahren? Also müssen die das zurückzahlen? Also zum einen, diese 3 Jahre, das ist die Zeit, die Unternehmen maximal bei uns im Starterzentrum sein dürfen. Das heißt, die machen erstmal einen Vertrag über 2 Jahre und können es noch um 1 Jahr verlängern, weil wir sozusagen in der Anfangsphase denen ganz besonders viel Unterstützung geben wollen. Und die Möglichkeit, einfach die Geschäftsidee mal zu testen, zu schauen, ob das läuft. Und wenn es funktioniert, dann suchen die sich Räume auf dem freien Markt, in einem des Science Parks hier auf dem Campus, oder sie gehen auch in die Stadt, wenn sie die Nähe zur Uni nicht brauchen. Mhm. Das sind die 3 Jahre. Kapital ist ein bisschen eine andere Geschichte. In der Vergangenheit haben wir kein Kapital bereitgestellt, sondern wir haben eigentlich vermittelt den Zugang zu Kapitalgebern wie dem Hightech-Gründerfonds. Es gibt hier im Saarland die Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft. Wir haben auch Kooperationen mit verschiedenen Banken und bringen dann die Gründer mit den richtigen Leuten zusammen, auch mit den Business Angels. Es ist jetzt so, wir haben dieses Jahr einen recht tollen Preis gewonnen, den Titel Exist Gründerhochschule. Damit sind im Januar 3, insgesamt sind es 6, weil es 2 Runden waren, Hochschulen in Deutschland ausgezeichnet worden für ihr besonderes Engagement und ihre besonderen Erfolge im Bereich der Gründung.
Und da haben wir ein Strategiekonzept eingereicht und da ist ein Bereich auch das Thema, wie können wir denn Unternehmen selbst noch aktiver unterstützen? Und da ist auch Kapital und Beteiligung an Unternehmen Thema. Also soll heißen, wir wollen in Zukunft auch wirklich aktiv als Hochschule uns an Unternehmen beteiligen. Wenn wir zum Beispiel ein Hochschulpatent in eine Firma einbringen, dann dafür im Gegenzug 10-15% der Anteile übernehmen und auch versuchen, unser eigenes Know-how noch viel mehr aktiv einzubringen, um die Firma so gut wie möglich zu entwickeln. Weil oft ist der Gründer jetzt eher, ich sag mal, ist nicht böse gemeint, aber so ein Techie, der mit einer Idee kommt, und ein Informatiker, der was programmiert hat, ein Biologe, der irgendwie eine besonders gute Idee hat, aber die haben oft nicht unbedingt das betriebswirtschaftliche Know-how, das Vertriebs-Know-how, das juristische Know-how, um die Firma dann wirklich führen zu können. Und an der Stelle kennen wir uns natürlich aus, weil wir schon ganz viele Gründungen betreut haben und glauben, dass wir uns da auch mit Mehrwert in die Gründung einbringen können. Und Sie haben jetzt gerade eben gemeint, dass Sie schon viele Gründungen betreut haben. Wie viele Firmen wurden denn jetzt schon ungefähr an der KWT gegründet? Also insgesamt sind es jetzt seit 1995 etwas mehr als 250, also durchaus nicht so wirklich wenige, die jetzt aktuell ungefähr 1500 Arbeitsplätze geschaffen haben. Fallen natürlich auch immer wieder ein paar aus, Ideen, die nicht funktionieren. Und aber ein Großteil der Unternehmen besteht auch noch, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, ich persönlich bin jetzt erst seit 2002 dabei, also ich habe nicht an diesen ganzen Beratungen teilgehabt, aber bin jetzt seit 1. Dezember Geschäftsführer der KWT und umso mehr jetzt dann aktiv in das Gründungsthema eingebunden. Und gibt es denn jetzt auch für uns Studenten irgendeine Möglichkeit, dass wir uns jetzt während unserem Studium noch an der KWT irgendwie schon mal, dass wir dort arbeiten? Also natürlich haben wir auch ganz normale Studentenjobs. Wir haben aber ein besonderes Projekt, was mir da einfällt, was vielleicht ganz spannend ist. Und zwar nennt sich das UNIT, Abkürzung für junge Unternehmer im Training. Da suchen wir Projekte, die können hier an der Uni sein, aber auch aus Firmen kommen, die so abgeschlossene kleine Tätigkeiten sind. Programmierung einer Webseite, Erstellung eines Marketingkonzepts, oder auch irgendwas völlig anderes, Bau eines Prototypen für eine Firma oder sowas in der Richtung. Und das sind Projekte, die oft früher vergeben wurden, eher als Aufträge. Und jetzt machen sich die Studenten dafür selbstständig, machen selbst eine Kalkulation und so weiter und machen das dann im Rahmen der Selbstständigkeit, um einfach das alles schon mal kennenzulernen im Kleinen. Okay. Gut, super. Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren. Und ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen auch vielen Dank. Können wir noch kurz sitzen bleiben. In unserem nächsten Beitrag geht es nämlich auch um Studentenjobs. Da habe ich mich mal mit zwei Kollegen auf den Weg gemacht in die Stadt und danach auch noch an der Uni selbst ein bisschen rumgefragt, wo man so arbeiten kann. Und ja, das ist vielleicht im Moment auch noch ganz interessant, weil wir noch am Anfang vom Semester sind. Vielleicht hat noch nicht jeder einen Job und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Beitrag. Hi, ich bin der Philipp. Ich bin Janika. Und wir beide sind jetzt in der Fußgängerzone in der Innenstadt von Saarbrücken. Und wir schauen uns jetzt mal um, ob wir ein paar Geschäfte finden können, in denen ihr euch als Studenten um einen kleinen Nebenjob bewerben könnt. So, wir befinden uns jetzt hier vom Allerlei in Saarbrücken. Das ist die Flada. Und die wird uns jetzt ein kleines Interview geben, wie es zu ihrem Job gekommen ist und was es so machen muss den ganzen Tag. So, wie hast du den Job denn gefunden? Also ich bin einfach durch alle Geschäfte gelaufen und habe nachgefragt, ob jemand eine Aushilfe sucht. Und ja, und dann hatte ich Glück hier. Muss es dann eine Bewerbung abgeben oder? Nee, es ging eigentlich relativ schnell. Ich musste nur einmal Probe arbeiten. Das ist bei den meisten Einzelhandelsläden so. Okay. Und ja, und dann lief es ganz gut und deswegen bin ich gleich geblieben. Okay, super. Und was machst du so einen ganzen Tag? Also es ist unterschiedlich. Es ist halt im Einzelhandel natürlich primär Verkäuferin, aber teilweise halt auch Sachen auffüllen, neue Ware annehmen, sowas in der Art und dann auspacken. Also, okay, und macht auch Spaß? Also ja, eigentlich schon, ja. Also ich arbeite gerne so mit Menschen zusammen, mit anderen und deswegen wollte ich auch was im Einzelhandel finden. Gut. Super, das war's dann auch schon. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Beitrag. Wir sind jetzt hier im Alex in Saarbrücken und neben mir sitzt der Erdi und ich stelle ihm jetzt einfach mal ein paar Fragen. Hallo Erdi. Hallo. Sag uns doch einfach mal, wie du den Job hier bekommen hast. Ich habe halt schon vorher in der Gastronomie gearbeitet und durch meinen Schichtleiter hier, der in meinem alten Betrieb auch mein Schichtleiter war, bin ich dann hierher gekommen. Habe ich einfach beworben und hat auch direkt funktioniert. Hast ja Glück gehabt, kann man sagen. Ja, was musst du hier so machen? Macht die Arbeit Spaß? Ja, es macht tierisch Spaß hier. Ich mache eigentlich alles. Ich bin hier an der Theke, mache
wie man hier sieht, die Kaffeetheke oder auch die Biertheke. Bin auch im Service draußen, also einfach alles rundum. Okay, dann danke schon mal. So, und für euch noch eine kleine Info. Wenn ihr auf der Suche nach einem Studentenjob seid, dann seid ihr hier im Alex genau richtig, denn wie der Zufall so will, sucht das Alex gerade Bewerber. Wir befinden uns jetzt hier noch an der Universität in der wirtschaftswissenschaftlichen Seminarbibliothek. Und neben mir sitzt die Flora. Hallo Flora. Ja, erzähl uns doch mal bitte kurz, wie du zu dem Job hier gekommen bist. Eine Freundin von mir arbeitet drüben in der Jura-Bib und die hat mir erzählt, dass es super viel Spaß macht. Und dann habe ich mich einfach beworben, ganz spontan, obwohl keine Stelle ausgeschrieben war. Und so bin ich dann hier gelandet. Und das hat einfach ganz normal so schnell funktioniert? Also ich habe erst meine Bewerbung abgegeben, dann hat das halt gedauert, bis eine Stelle frei geworden ist und dann haben sie mich per E-Mail benachrichtigt, kleines Bewerbungsgespräch und dann fanden sie mich wohl ganz nett und ja. Okay, und was musst du jetzt alles so machen hier? Also im Wesentlichen passe ich auf, dass niemand Bücher entwendet, leihe auch an Lehrstühle Bücher aus und stehe halt immer für jegliche Rückfragen zur Verfügung. Okay, dann danke mal für deine Zeit, das war's dann auch schon von uns und ja. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. An der Uni selbst könnt ihr euch an sämtlichen Lehrstühlen bewerben. Die suchen immer Mitarbeiter und Hilfskräfte. In der Stadt selbst sind vor allem im Moment Gastronomie ist das sehr gefragt, weil im Sommer sind immer sehr viele Leute in der Stadt, sitzen draußen. Von daher, wenn ihr einen Job sucht, bewerbt euch am besten dort. Kleidergeschäfte sind auch immer sehr beliebt. Und ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Also, tschüss. Ciao. Annika, wir haben dich ja jetzt eben bereits im Beitrag gesehen. Wie ist das denn bei dir? Hast du einen Job neben dem Studium oder sagst du, nee, ich konzentriere mich voll und ganz auf die Uni? Ja, also ich habe bis letztem Jahr in der Gastronomie gearbeitet, in Homburg, in einem kleinen Bistro. Mhm. Hat auch eigentlich Spaß gemacht, weil da lernt man immer wieder viele neue Leute kennen, hat immer Gespräch und ist auch ganz interessant, einem wird nicht langweilig. Und was auch gut ist, was man jetzt so in Kleidergeschäften nicht hat, ist eben das Trinkgeld. Das würde mir eben in Kleidergeschäften fehlen, weil, wie gesagt, da gibt eigentlich jeder immer, auch wenn es nur 20, 30 Cent sind, das rappelt sich so zusammen, das glaubt man eigentlich gar nicht. Von daher finde ich schon, dass das als Studentenjob ziemlich gut geeignet ist und kann ich eigentlich auch nur jedem raten. Wir haben ja auch einen Beitrag über die Brasserie gesehen, da hat der Erdi ja auch ein bisschen was erzählt, was er da macht. Und ja, also ich denke, das wäre eigentlich schon mal ein guter Studentenjob. Oder auch in der Uni ist ja auch, wenn man sowieso schon mal hier ist und dass ich nach seinen Vorlesungen dann mal schnell hier arbeiten gehen kann, hat bestimmt auch seinen Vorteil. Das ist auch ein Ausgleich. Ja, genau. Genau, und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit zum Ausgleich, das zum Beispiel mit Sport oder was auch immer. Und wir von OrgaTV haben uns einfach mal an der Sporthochschule hier in Saarbrücken umgeschaut und haben geguckt, wie viele Kurse es hier gibt und was man so alles machen kann. Das Konditions- und Fitnessprogramm findet im Gebäude B83 an der UDS statt. Hallo, wir von OrgaTV, Annika, Fabienne und Juliana sind heute an der Sporthochschule in Saarbrücken und euch vom Sportprogramm der UDS zu überzeugen. Im Sommersemester gibt es auf dem Saarbrücker Campus 133 wöchentliche Kurse. 57 davon sind kostenfrei. Neben Studenten und Mitarbeitern können auch Gäste im Rahmen freierer Kapazitäten am Hochschulsport teilnehmen. Neben dem Hochschulsport gibt es auch noch zahlreiche Workshops, Turniere und Events. Dabei stehen vor allem die Kommunikation, die Bewegung, die Gemeinschaft, das Erlebnis und vor allem der Spaß im Vordergrund. Im Sommersemester 2013 gibt es zum Beispiel den Workshop für Rudern, Cheerleading, Sportschießen, Yoga, Pilates, ein Fußballturnier, ein Beachvolleyballturnier und vieles mehr. Ja.
Sollten wir euer Interesse geweckt haben, die Anmeldung ist ab sofort möglich. Spaß, aber es ist auch sehr anstrengend. Ja, ich habe mir jetzt hier zwei sportbegeisterte Teilnehmer herausgepickt. Das ist zum einen der Tobias und die Nadja. Und jetzt würde ich mal gerne von euch wissen, wie seid ihr denn zum Hochschulsport gekommen? Ja, zum einen eindeutige Werbung, die gemacht wird hier an der Uni. Mhm. Und zum anderen halt, was man so von Kommilitonen und so hört. Okay, und was habt ihr jetzt gerade eben gemacht in dieser Stunde? Also wir haben zuerst sind wir eine halbe Stunde gelaufen, also Runden gelaufen und dann haben wir noch ein bisschen Dehnung gemacht und Muskelaufbau. Okay, und wie lange macht ihr das schon? Ja, ich bin ganz neu dabei. Heute das zweite Mal. Achso, okay. Ja, ich auch. Jetzt macht ihr Semester. Ja, ist anstrengend, was man denkt, ne? Also ganz ehrlich, wenn man es anständig macht, geht es ordentlich bei. Okay, super. Ja, dann danke, dass ihr euch noch kurz Zeit genommen habt und ich gebe ab zurück ins Studio. Geh mal duschen. Ja, das sieht ja eigentlich ganz interessant aus. Mhm. Warst du auch mal jetzt so bei irgendeinem Unisport? Oder? Nee, also ich wusste auch gar nicht, dass es jetzt insgesamt 133 Sportkurse gibt. Mhm. Aber ich meine, es hat ja mal ganz interessant ausgesehen. Das kann man sich ja mal angucken. Und sonst machst du irgendwelche Sportarten jetzt außerhalb der Uni? Oder? Ja, also ich gehe ganz gerne joggen, Tennis spielen, Fahrradfahren, alles Mögliche. Okay. Ja, und wie ist es bei dir? Ich habe, seit ich 10 bin, ein Pferd und das verpflege ich eben immer, gehe reiten und ja, also es holt eigentlich schon ziemlich viel Zeit in Anspruch, von daher bleibt da auch nicht viel Zeit für irgendwas anderes. Okay. Und in unserem nächsten Beitrag geht es auch um Ausgleich von der Uni, vom Lernstress, nämlich um Partys. Es war letzte Woche eine riesengroße WG-Party, die über 2 Etagen gegangen ist. Da gab es Mottos, einmal Manhattan und einmal Bronx. Manhattan natürlich mit Sekt, Champagner und Hausmusik und Bronx eher Bier und Hip-Hop. Und da hat der Paul jetzt mal einen kleinen Beitrag drüber gedreht und ein paar Leute interviewt. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Wir von OrgaTV sind jetzt mitten in Saarbrücken auf einer WG-Party. Neben mir steht der Marvin und er erzählt uns jetzt etwas über diese Party. Marvin. Wie ist diese Party zustande gekommen? Wie seid ihr dazu gekommen, eine WG-Party mitten in der Stadt zu feiern? Hallo erstmal an Zuschauer von OrgaTV. Also die Idee ist, dass wir 2 WGs sind, einmal oben, einmal unten. Wir haben schon öfter getrennt WG-Partys gefeiert und haben uns überlegt, wieso nicht mal was zusammen machen. Dann haben wir gedacht, machen wir was Großes, haben das ausgeschrieben, ja, und jetzt ist es voll, läuft. Ist das eure erste Party, die ihr so feiert, oder gab es da schon mehrere davor? Also zusammen die erste, getrennt schon mehrere. Und die WG, oben WG, diesmal das erste Mal mit mehreren Leuten zusammen. Ja, dann lass uns mal sehen, was hier auf der Party so abgeht. Unser Motto ist ja auch hammergeil. Ja. Also Manhattan versus Bronx. Ja? Oben ist dann Hip-Hop angesagt mit einem DJ und hier unten dann House mit Dancefloor.
Ihr seid eigentlich zwei WGs, sieben Leute, genau, die diese große Party gemeinsam schmeißen hier. Denkst du mich einfach, ja. Also ihr seht, wenn ich hier war, hat was verpasst. Ja? Genau. Bye, bye. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss. Tschüss.